Deine Erinnerungen sind unendlich viel wertvoller als jede Sache, die sie zurückgelassen hat. Hallo von minimalismus.ch mit wöchentlichen Inspirationen und Aufräumtipps zum Leben ohne Ballast. In der Beschreibung findest du nützliche Links wie etwa unseren Minimalismus-Podcast, meine Zähl- und Inventar-App oder mein Minimalismus-Buch aus der Dummies-Reihe. Letzte Woche die Loslasshürde Geschenke und heute eine weitere heikle Angelegenheit Erbstücke. Wie gehen wir in einem leichten Lebensstil ohne Ballast damit um? In diesem Video. In vielen Fällen hätten wir uns nie dazu entschlossen, solche Gegenstände in unser Leben zu holen, geschweige denn, uns für den Rest unseres Lebens um sie zu kümmern. Und doch finden wir uns plötzlich dabei wieder, Hummelfiguren abzustauben, ein Gemälde mit pokerspielenden Hunden aufzuhängen oder eine viktorianische Couch in unsere Wohnung zu integrieren. Oft halten wir an diesen Gegenständen nicht fest, weil sie nützlich oder schön sind. Wir behalten sie aus einem Gefühl der Schuld, des Gefühls und der Verantwortung, unser Familienerbe zu bewahren. Leider kommen Erbstücke meist in unser Leben, weil der ursprüngliche Besitzer verstorben ist. Diese Tatsache selbst kann uns lähmen, wenn wir versuchen, mit ihnen umzugehen. Wir haben das Gefühl, dass die Gegenstände alles sind, was uns von der Person, die wir geliebt haben, geblieben ist. Und dass wir, wenn wir sie loslassen, unsere letzte Verbindung mit ihr aufgeben. Das ist eine extrem emotionale und schwierige Situation. Gib dir ausreichend Zeit zum Trauern, bevor du dich mit diesen Gegenständen befasst. Eine angemessene Wartezeit wird es ermöglichen, einen pragmatischeren und weniger emotionalen Umgang mit ihnen zu finden. Wenn möglich, lasse die Sachen in Kisten verpackt oder verstaut, bis du getrauert hast und wirklich bereit bist, einige Entscheidungen zu treffen. Wenn du die Sachen zu früh annimmst und auspackst, kann es sehr schwierig sein, sie zu entrümpeln. Das Wichtigste, woran wir uns erinnern sollten, ist, dass die Sachen nicht die Person sind. Es waren einfach Dinge, die sie besaßen, genau wie die Dinge, die wir besitzen. Oder hast du das Gefühl, dass deine Essteller dich verkörpern oder dass dein Couchtisch dein Wesen symbolisiert? Nein, natürlich nicht. Genauso war dein geliebter Mensch weit mehr als der Gegenstand auf dem Kaminsims und sollte nicht damit gleichgesetzt werden. Glaubst du wirklich, deine Oma würde wollen, dass du jede Woche ihretwegen abstaubst? Oder noch schlimmer, sie auf einem muffigen Dachboden verstaust. Anstatt Erinnerungsstücke zu verstauben, ehre die Person, die du verloren hast, indem du Geschichten und Fotos von ihr mit Freunden und Familie teilst. Deine Erinnerungen sind unendlich viel wertvoller als jede Sache, die sie zurückgelassen hat. Unsere Pflicht ist es also nicht unbedingt, die Gegenstände, die wir erben, zu behalten, sondern die bestmögliche Verwendung für sie zu finden. Uns wurde anvertraut, sie in ein neues Zuhause zu bringen. Aber es muss nicht unser eigenes sein. Vielleicht freut sich ein anderer Verwandter, ein solches Stück Familiengeschichte zu besitzen. Wenn dem so ist, gib es weiter. Lass dich auf jeden Fall nicht von kleinlichen Streitereien oder Vorstellungen von Ungerechtigkeit dazu zwingen, sie zu behalten. Das heißt, horte nicht 12 Gedecke aus Porzellan, nur damit deine Cousine sie nicht bekommt. Wenn du sie nicht willst, solltest du mehr als glücklich sein, die Verantwortung für ihre Verwaltung abzugeben. Wenn deine Erbstücke wertvoll oder historisch bedeutsam sind, solltest du in Erwägung ziehen, sie an ein örtliches Museum oder eine historische Gesellschaft zu verleihen oder zu spenden. Eine solche Institution könnte die Möglichkeit begrüßen, die Uniform deines Großvaters aus dem Ersten Weltkrieg oder die Sammlung regionaler Landschaftsgemälde deines Onkels auszustellen. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, das Vermächtnis eines geliebten Menschen mit der Öffentlichkeit zu teilen und die Pflege und Verantwortung für solche wertvollen Gegenstände in fähigere und sichere Hände zu übertragen. Selbst wenn deine Erbstücke nicht besonders wertvoll sind, versuche, sie in einer Umgebung zu platzieren, in der sie geschätzt werden. Biete zum Beispiel die
Standuhr oder den alten Phonographen, den du geerbt hast, einem nahegelegenen Altersheim an. Gib die Puppensammlung deiner Tante an ein kleines Mädchen, das sich darüber freut, oder spende die Bücherkisten an die örtliche Bibliothek. Versuche auf jeden Fall unbedingt Wege zu finden, wie diese Gegenstände anderen eine Freude machen können, anstatt auf deinem Dachboden zu verstauben. Alternativ können wir die Gegenstände auch verkaufen und den Erlös für einen guten Zweck verwenden. Ich bin sicher, Onkel Peter wäre begeistert, wenn seine Sportmemorabilien das Baseballcamp seines Lieblingsneffen finanzieren würden. Genauso wie Tante Rosa sich freuen würde, wenn ihre alte Kristallschüssel deine neuen Küchenschränke finanzieren würde. Weil ihr Ziel war es sicher nicht, dich mit muffigen Antiquitäten zu belasten, sondern etwas Besonderes für dich zu tun. Und umso besser, wenn du ihre Großzügigkeit in etwas umwandeln kannst, das du wirklich zu schätzen weißt. Eine andere Idee: Spende den Erlös für deinen Lieblingszweck oder eine wohltätige Organisation. Ich kann mir kaum eine bessere Art vorstellen, das Andenken an jemanden so zu ehren. Wenn ein Erbstück wirklich einen finanziellen Wert hat, verschenke es, spende es oder verkaufe es. Aber halte an nichts fest, weil es etwas wert sein könnte. Wir mögen uns einbilden, dass die Briefmarkensammlung oder das Ölgemälde, das wir geerbt haben, unseren Ruhestand finanzieren wird. Aber meistens ist es nur ein praktischer Grund, es zu verstecken und sich nicht damit auseinanderzusetzen. Anstatt Millionen von Ausreden zu erfinden, finden wir lieber heraus, was die Sachen tatsächlich wert sind. Das Internet ist eine fabelhafte Quelle, um den Wert von Antiquitäten und Sammlerstücken zu ermitteln. Nutze eBay, um gängige Erbstücke zu bewerten. Die Webseite bietet eine verblüffende Auswahl an Artikeln, komplett mit Auktionspreisen. So kannst du schnell und einfach den Mehrwert, den Marktwert deiner Sachen ermitteln. Denke daran, dass etwas nur so viel wert ist, wie jemand anderes dafür zu zahlen bereit ist. Verzweifle jedoch nicht, wenn du feststellst, dass Omas gutes Silberbesteck zu einem Schnäppchenpreis verkauft wird. Jetzt, da du seinen Wert kennst, kannst du entscheiden, was du damit machst. Du musst es dann nicht mehr bei jedem Umzug mit dir herumschleppen und denken, dass es eines Tages deinem Kind das Studium finanzieren wird. Wenn du es behältst, dann eher wegen deiner eigenen Vorzüge als in der Hoffnung auf einen zukünftigen finanziellen Gewinn. Unabhängig von seinem Wert wird es dir wahrscheinlich schwerfallen, dich von bestimmten Gegenständen zu trennen, weil du sehr an ihren Gefühlen hängst, um sie loszulassen. Ziehe in solchen Fällen in Erwägung, zu verkleinern. Reduziere auf eine kleine Schatzkiste. Die paar wenigen Schätze erinnern dich genauso mit viel Liebe an die verstorbene Person wie das ganze Lager im Keller. Verinnerliche dir einfach, nur weil wir etwas geerbt haben, bedeutet es nicht, dass wir alles davon behalten müssen. Das Digitalisieren von Erbstücken ist eine weitere Möglichkeit, das Gefühl zu retten, ohne die Sache zu retten. Wir können alte Postkarten, Briefe, Dokumente und Drucke direkt in unseren Computer scannen und die Dateien auf der Festplatte speichern. Alternativ können wir auch digitale Fotos machen. Ein Bild der Nähmaschine der Tante weckt die gleichen Erinnerungen wie der Gegenstand selbst, ohne einen Zentimeter Platz zu beanspruchen. Schließlich planen wir vielleicht, Gegenstände an zukünftige Generationen weiterzugeben. Es mag ein wenig hart klingen, aber bedenken wir, es ist gut möglich, dass unsere Kinder sie nicht haben wollen. Sie haben ihren eigenen Stil, ihre eigenen Sachen und ihr eigenes Dekor. Und dein viktorianisches Sofa oder dein Art Deco Sideboard wird wahrscheinlich nicht zu ihnen passen. Ebenso werden sie wahrscheinlich nicht die leiseste Ahnung haben, was sie mit deiner Schneekugel, Keksdose oder Gartenzwergsammlung anfangen sollen. Belasten wir unsere Erben also nicht mit der Aufgabe, unsere Sachen für uns zu sortieren und über dessen Schicksal zu hadern. Wenn wir wichtige Gegenstände haben, die wir vererben möchten, sprechen wir lieber jetzt mit den Kindern darüber und prüfen deren Interesse.